So, also, wie mache ich das denn jetzt hier? Einfach so da oben durchstechen und dann sollte das soweit auch halten. Yay! Ja, und damit herzlich willkommen, liebe Freunde, hier zu einer neuen Folge von Harry Potter Hogwarts Mystery mit mir, den Dougie LP. Und ohne Ron Weasley. Ich will es nur nochmal gesagt haben. Und ja, wir befinden uns hier gerade momentan, zumindest noch in Kapitel 35. Das wird sich jetzt aber im Laufe dieser Folge ändern, weil, naja, ihr seht's, wir haben nur noch hier diese eine Lektion Bellmännchen, was auch immer das sein soll. Hat, glaube ich, wieder was mit Quidditch zu tun. Und ja, danach geht's direkt nahtlos weiter mit Kapitel 36. Und mal ganz im Ernst, Leute, bevor wir jetzt loslegen, was ist da bitte letzte Woche passiert? Da haben sich ja wirklich die Ereignisse überschlagen, wie Herr Newstime sagen würde. Und ja, angefangen damit, dass unsere Mission begonnen hat. Rakepick hat uns aufgelauert und uns angegriffen. Wir haben den weißen Zauberer gefangen genommen und wichtige Informationen erfahren. Und wir wissen, dass in der DA ein Maulwurf ist. Also eine Person, die uns an verraten wird und hat. Und ja, die Frage ist halt jetzt noch immer, wer ist diese ominöse Person? Und ich habe zwar den ein oder anderen Verdacht, weiß aber nicht, wie zuverlässig meine Verdachtsmomente waren. Deswegen freue ich mich auch schon sehr auf eure Kommentare dazu und würde sagen, ja, quatschen wir mal nicht lange weiter. Beginnen wir jetzt erstmal mit der Aufgabe und machen natürlich heute auch weiter mit der Hauptstory, Leute. Los geht's! So, hallo Madame Hooch und hallo Penny und hallo Merula und hallo alle anderen. So, ja, dann 8 Stunden Ahoi. Yay. Vorführung. In Ordnung, meine lieben Schüler. Jetzt werden wir uns einige etwas kompliziertere Manöver ansehen. Heute zeige ich Ihnen das Bellmännchen. Einen ziemlich kniffligen Trick, der aber sehr nützlich ist. Dann wollen wir mal sehen, wie sie sich anstellen. Ich gehe die korrekten Besenstieltechniken nochmal durch. Ja, vielen Dank auch, Madame Hooch. Leute, mal so eine generelle Frage an euch, weil ich das in den Analytics gesehen habe und ich das sehr interessant fand, weil es ja einzigartig für dieses Format war. Und zwar habe ich gesehen, dass immer total viele Leute, das sieht man nämlich an der Watchtime, dass die Leute meistens diesen Part hier, den ich jetzt hier gerade aufnehme, also diese, ja, ich sag mal, Energiepunkt-Verbrauch-Aktionen, dass die meistens übersprungen werden. Mich würde mal interessieren, die Leute, die das jetzt hier gerade hören und schauen, warum schaut ihr euch das an, beziehungsweise warum skippt ihr das nicht? Und ja, würde mich mal interessieren, ob ihr vielleicht sogar eine Idee habt, wie ich das in Zukunft ein bisschen interessanter gestalten kann. Oder ob ich das generell komplett rausnehmen soll, wobei, na, davon sehe ich eher ab, weil, naja, es gehört zum Spiel dazu. Es gibt ja schon so ein paar Dinge, die ich off-topic mache, aber ich finde, das sollte nicht dazu zählen. Also, aber ist nur meine Meinung. Ich bin sehr gespannt, was ihr dazu sagt. Wenn ihr da eine andere Meinung habt, Leute, lasst es mich sehr, sehr gerne wissen. Dankeschön. Verlieren Sie keine Sekunde die Konzentration, wenn Sie am Ende nicht gelähmt sein wollen. Konzentrieren. Ja, dann geb ich mir mal Mühe und das war ja mal mega knapp. Halleluja. Hui. Ja, aber wir haben es gerade so geschafft. Und ja, erstmal wieder Schwiegermutters Lieblingslächeln, da freuen wir uns doch alle. Und ja, kann ich bitte weitermachen? Ich will diese 8-Stunden-Aufgabe hinter mich bringen. Vortrag zum Bellmännchen. Hört mir gut zu, meine Lieben. Ich werde euch ein paar wichtige Details erklären. Alles klar. Ja, dann hören wir uns diese unglaublich wichtigen Details mal an und ballern diese ganzen Energiepunkte mal eben aus dem Fenster. Falls ihr euch gerade fragt, ob ich die aktuellen Energiepunkte gefarmt habe, zu, ja, 60-70% kann man sagen. Ein bisschen habe ich mir tatsächlich gekauft, aber nur weil ich weiß, dass ich sonst in dieser Woche nicht damit auskomme. Und ja, ich hoffe mal, das bleibt jetzt auch dabei. Aber, na, das ist mal eine knorkige Belohnung. 9 Energiepunkte, das ist ein Hauptpreis. Und die hoffentlich auch gut geschrieben werden, nicht so wie bei den Tagesaufgaben. Yay, die werden gut geschrieben. Ja, das war mal nice. Das ist richtig. 9 Energiepunkte, Leute. Habe ich auch noch nicht so oft gehabt. Jetzt schauen wir mal, wer aufgepasst hat. Wer kann diese Frage beantworten? Frage beantworten. Der erste Schritt bei Bellm. Ja, ich kann das halt wieder nicht komplett lesen, deswegen direkt nach oben fliegen, gerade nach unten abtauchen, vom Besen rutschen. Ich würde sagen, gerade nach unten abtauchen vielleicht. Oh, tut mir leid, scheiße. Ups. Ja, Daniel, da hast du mal wieder gefailt. Das war definitiv nicht ganz so gut, aber immerhin müssen wir uns kein Schwiegermutters Lieblingslächeln antun. Es hat immer irgendwas Positives. Aufwärmen. Ich möchte, dass Sie sich daran gewöhnen, wie sich Ihr Besen anfühlt.
fliegen sie zum Aufwärmen schön ruhig und entspannt. Ja, wenn ich den Witz nicht schon 3000 Mal gebracht hätte, hätte ich jetzt einen zweideutigen Witz gebracht, Leute. Aber ich glaube, den kennt ihr schon alle. So, zustimmen. So, dann nochmal, warte mal, Moment, das wollte ich gar nicht antippen, oder? Habe ich das richtig? Nee, ich habe nicht das Richtige angetippt. Ich wollte eigentlich das andere nehmen. Ach ja, Daniel, bitte einmal Concentration, please. Aber zu meiner Verteidigung muss ich heute sagen, dass diese Folge hier sehr, sehr früh aufgenommen wird. Also für meine Verhältnisse sehr, sehr früh. Weil ich ja normalerweise eher so ein, ja, Mittags-Nachmittags-Aufnehmer bin. Was irgendwie komisch klingt. Jedenfalls ist jetzt gerade 11.58 Uhr und damit meine ich nicht 11.58 Uhr nachts, sondern 11.58 Uhr für mich morgens, aber ich glaube für die allgemeine Menschheit gilt das als vormittags und ja, für mich wie gesagt relativ früh und da bin ich gerade auch ein bisschen stolz, dass ich überhaupt einen geraden Satz rausbringe. Wobei, das kann sich im Laufe der Folge noch ändern, ihr werdet es ja sehen. 40 Tapferkeit, ahoi! Und nun, wer möchte einen Spurt vorführen? Mr. Granger, wie wäre es mit Ihnen? Ja, gerne, also immer, immer gern. So, einmal so und wieder hervorragend, sehr schön. Ja, Daniel, dann zeig mal das, was du schon die ganzen Jahre zuvor kannst und immer wieder gezeigt hast, aber irgendwie kannst du es nicht oft genug zeigen. Also von daher, ja, das machst du schön, Daniel. Ja, yay, wuh, Leute, jetzt müssen wir noch 2 Sterne, glaube ich, kassieren und dann haben wir es endlich geschafft. Ach, hey, Jemine, ich bin echt, also was die Hauptstory anbelangt, bin ich momentan mega euphorisch und mega zuversichtlich, dass es gut klappen könnte oder beziehungsweise, dass uns da was Cooles erwarten wird. Aber, naja, wir werden es gleich erfahren. Für dieses Manöver brauchen Sie eine perfekte Balance. Zeigen Sie mir, was Sie können. Okay, ja, dann wollen wir mal, Leute. Also, die letzten 2 Sterne und dann haben wir es endlich geschafft. So, nochmal lernen, dann nochmal beachten, dann nochmal, ey, hier sind gar keine Clubpunkte. Wie blöd. Ja, dann überlegen nochmal, anpassen nochmal, dann nochmal hinterfragen und dann sollten wir jetzt eigentlich noch nicht ganz, aber jetzt, jetzt haben wir den vorletzten Stern. Sehr schön. Und wie, wow, ich bin ein bisschen überrascht, dass so viele coole Belohnungen hier auf uns warten. Also sage ich nicht nein, ne, aber ist auch nicht so häufig. Aber gut, ist auch eine 8-Stunden-Aufgabe. Nun möchte ich, dass Sie eine Kehrtwende probieren. Mr. Granger, wollen Sie anfangen? Werde Erster. Ja, mir bleibt ja wohl nichts anderes übrig. Ist wie damals in der Grundschule, da wurde ich auch immer an die Tafel gerufen. Bis dann ab der 3. Klasse jemand anders ständig an die Tafel. Hattet ihr das damals in der Schule auch? Also, ich hatte das in der Grundschule, danach nicht mehr so doll. Aber in der Grundschule hatten die Lehrer immer irgendwie ja so 1, 2 Auserwählte, die immer an die Tafel mussten. Also wirklich immer. Ich hab das gehasst. Ich hab das so sehr gehasst. So. Ja. Geschicklichkeit trainieren. Für das Bellmännchen brauchen Sie all Ihre Geschicklichkeit. Sind Sie bereit? Fragen Sie mich gegebenenfalls heute Nachmittag nochmal bitte. Ach Mann, ey. Ist aber auch echt lebensgefährlich, wenn man sich mal vorstellt, dass dieser Besenflugunterricht morgens stattfindet und ich mir mein jetziges Ich quasi in der Hogwarts, also in der Wizarding World vorstelle und ich Hogwarts-Schüler wäre und ja, ich quasi in deren Haut gerade wäre. Ey, ich könnte mich nicht um 8 Uhr morgens auf so einem Flugbesen setzen, um durch die Gegend düsen. Ey, ich würde einfach halb verschlafen da runterfallen und mir wahrscheinlich noch das Genick brechen. Und ich meine, in Harry Potter 1 hat man ja gesehen, dass es auch mal passieren kann, dass ein Lehrer gerade nicht anwesend ist, wie bei Neville's Szene, wo er das Erinner mich hatte und dass von Draco Malfoy abgenommen wurde. Da war ja auch direkt, nicht direkt ein Lehrer dabei. Oh Leute, das wäre ziemlich risky. So, was nehme ich jetzt? Futter oder Wissen? Ich glaube, ich nehme Wissen, weil ich habe mittlerweile wieder ein bisschen mehr Futter. Ja, das ist eine gute Argumentation, Daniel. Sehr schön. So, damit haben wir diese echt nervige 8-Stunden-Aufgabe fast geschafft. Wer fühlt sich mutig genug, das Bellmännchen zu probieren? Mr. Granger, wie wäre es mit Ihnen? Ja, natürlich, wer denn auch sonst? Oh Gottchen. Was ist das wieder für eine unglaublich tolle Zeichnung? Naja, zumindest müssen wir in diesem Unterricht nicht immer dasselbe malen wie in Pflegemagischer Geschöpfe. Da haben die Macher irgendwie keine besseren Ideen mehr. Man muss immer das gleiche komische Muster nachzeichnen, wenn man ein Tierwesen malen möchte. Warum sie hier die Motivation haben, das Muster immer zu ändern und bei Pflegemagischer Geschöpfe nicht? Das ist eine Frage, die ihr mir auch gerne mal in den Kommentaren beantworten könnt. Also mir fällt da speziell tatsächlich nichts ein, außer dass mal wieder der Kaffee von denen leer war. So, ui! Bevor jetzt wieder jemand in die Kommentare schreibt, Daniel, es gibt immer bei Besenflugunterricht eine Energiegrenze dazu. Ja, ich weiß, das habe ich in den Kommentaren gelesen und mittlerweile auch verinnerlicht, aber ich freue mich trotzdem immer wieder. Das ist, ja, super. Das ist sehr sinnvoll. Einsammeln.
Kapitel 35 abgeschlossen. Infiltrieren. Und ja, dafür kriegen wir nochmal 300 Münzen und 2000 Erfahrungspunkte. Einsammeln. Kapitel 36. Nach dem Maulwurf suchen. Es gibt einen Maulwurf in Hogwarts und es liegt an dir und deinen Freunden, ihn hervorzulocken. Uiuiui, Leute. Also mein Verdacht geht immer noch raus Richtung Alanza. Aber, naja, ich traue dem Spiel mehr oder weniger zu, mich zu überraschen. Oder uns auf eine falsche Fährte zu führen, aber ich bin auch so ein bisschen hin und her gerissen. Wollen wir mal schauen. Starten. Und, Levelaufstieg, da sage ich nicht nein. Dankeschön, Spiel. So, ja, haben wir jetzt gelernt. Und Filch ausfragen. Die Falle ist zugeschnappt. Jetzt werden wir herausfinden, ob Filch der Maulwurf ist. Alles klärchen. Ja, das finde ich jetzt gerade ein bisschen behämmert irgendwie, weil, naja, das Spiel oder beziehungsweise wir wissen ja, dass sie nicht die Maulwürfe sind. Also, sonst wären sie ja nicht in Harry Potter noch dabei. Wisst ihr, wie ich meine? Aber wie gesagt, wir fangen jetzt mit der Hauptstory an und machen direkt dort weiter. Los geht's. Hallo, lol. Ach so, Filch ist mal wieder gar nicht da. Hi, Merula. Ich habe Filch noch nie so wütend gesehen, als nachdem wir einen Lutscher mit Blutgeschmack auf Mrs. Norris heilen gelassen haben. Er musste ihr Fell abschneiden, um ihn herauszubekommen. Wir mussten schnell seine Aufmerksamkeit erregen. Jetzt hat er uns in sein Büro geschleppt und wir können ihn ausfragen, um herauszufinden, ob er der Maulwurf von in Hogwarts ist. Aber wir müssen schlau sein. Er darf uns nicht auf die Schliche kommen. Aber wie sollen wir herausfinden, ob er der Maulwurf ist? Wir versuchen herauszufinden, ob er wütend oder machthungrig genug ist, um die verwunschenen Verliese für finden zu wollen. Danach werden wir aus ihm herauslocken, wem er wirklich treu ist. Psst, er kommt zurück. So, ihr beide was? So, sie, ach so, sie. Sie beide haben Glück, dass ich sie nicht in Ketten lege dafür, was sie Mrs. Norris angetan haben. Ich bekomme den verdammten Lutscher mit Blutgeschmack einfach nicht aus ihrem Fell heraus. Miau! Hören Sie das? Sie kauert dort draußen im Korridor und lässt mich nicht mehr in ihre Nähe. Damit habe ich genügend Zeit, um zu entscheiden, was ich mit Ihnen beiden anstellen werde. Bevor wir anfangen, haben Sie irgendwas zu Ihrer Verteidigung vorzubringen? Filch besänftigen, Filch wütend machen. Ja, das ist halt ehrlich gesagt eine gute Frage, Leute. Ich glaube, ich mache ihn wütend, weil das lustiger ist, weil ich wüsste jetzt bei keinen dieser beiden Optionen, dass es irgendwie einen besonderen Vorteil für unsere Sache hätte, weil selbst wenn man sich bei Filch einschleimt, bringt das nie was, hat es auch in der Vergangenheit nicht, also ja, glaube ich, ist ein wütender Filch lustiger als ein besänftigter, oder? Ja. Sie ist nur, okay, das würde ich jetzt nicht im Real Life sagen, Leute. Sie ist nur eine alberne Katze. Was ist dabei, wenn sie den Lutscher aus ihrem Fell herausschneiden müssen? Es gibt Schlimmeres. Wie können Sie es wagen? Mrs. Norris ist mehr als nur eine Katze. Sie hilft mir dabei, mit dem rotzfrechen Schülern fertig zu werden. Und wofür? Wir bekommen überhaupt keinen Respekt. Das kriege ich auch nicht. Scheinbar haben Sie gute Gründe, wütend auf Hogwarts zu sein. Vielleicht sogar wütend genug, um die Schule bestrafen zu wollen. Bah, Sie beide brauchen eine Strafe. Hogwarts gibt mir schon seit Jahren ein Zuhause und einen Job. Und Dumbledore hat mich all die Jahre immer gut behandelt. Diese Schule und ihre Mitarbeiter sind nicht schuld an meiner Wut, sondern ihre Achtlosigkeit und ihre Dummheit. Vielleicht haben sie recht. Sie sind eine Sie sind ein unbesungener Held, Filch. Und was Mrs. Norris betrifft, was sollen wir sagen? Unfälle passieren. Das ist es gerade. Es sah für mich nicht wie ein Unfall aus. Ich habe sie vom anderen Ende der großen Halle aus gesehen. Und ich könnte schwören, dass sie den klebrigen Lutscher absichtlich auf Mrs. Norris fallen gelassen haben. Überhaupt nicht. Er ist mir einfach aus der Hand gerutscht. Das könnte jedem von uns passieren. Sie beide legen mich nicht herein. Sie schleichen ständig herum und hacken Dinge aus. Am liebsten würde ich sie jetzt sofort höchstpersönlich
zu Dumbledore bringen. Miau! Sehen Sie nur, Mrs. Norris ist schon wieder davon gelaufen. Das arme Ding leidet Schmerzen. Wegen einem Lolli im Fell, alles klar. Also wie gesagt, Leute, im Real Life würde ich sowas nicht machen, aber... Naja, es ist Mrs. Norris. Wobei, es immer noch eine Katze. Das ist so voll der Gewissenskonflikt. Was überwiegt mehr, Leute? Dass es Mrs. Norris ist oder dass es eine süße Katze ist? Ja, irgendwie ja schon Katze, weil ich meine, es kommt ja immer auf den Besitzer an. Ein Tier ist ja von Grund auf nie böse. Es ist immer nur der Mensch dahinter. Also es ist vielleicht auch einfach nur Filch... Ja, das ist eine gute Sache. Sieht aus, als bräuchte sie ihre Aufmerksamkeit. Kümmern Sie sich jetzt um Mrs. Norris und später um uns. Da haben Sie ausnahmsweise recht. Ich werde mit Professor McGonagall reden. Sie weiß bestimmt, wie man ein Katzenfell sauber bekommt. Ausgezeichnete Idee. Sie beide gehen fürs Erste zurück in Ihren Unterricht. Aber ich werde Sie im Auge behalten. Das war knapp. Aber wir haben Filch jedenfalls dazu gebracht, über seine Gefühle zu reden, was Hogwarts angeht. Aber ist der, der... Was? Aber ist... Ja, wegen sowas kann ich nicht mehr richtig vorlesen, Leute, weil das Spiel ständig solche Fehler bringt. Aber ist er der Maulwurf von... Lass uns noch einmal durchgehen, was wir erfahren haben. Yay. Und... Hey, nicht in 8 Stunden, das ist schon mal ein Vorteil. Gut, dann lass uns das nochmal durchgehen. Also, ja, wenn ihr meine persönliche Meinung hören wollt, Leute, aber ich glaube, da sind wir uns alle, sind wir doch alle einig, oder? Also, wer von euch da draußen glaubt denn bitte, dass Filch der Maulwurf wäre? Oder dass es irgendein anderer Lehrer wäre? Also, wenn, dann muss es auf jeden Fall jemand in der DA sein. Ich sag nochmal an dieser Stelle, Leute, nicht, dass mich jetzt jemand falsch versteht. Ich rede natürlich von der DA in Hogwarts Mystery. Also, eigentlich heißt der anders, aber ich nenne diesen Namen nicht. Ich glaube, ich habe ihn auch noch nie genannt. Doch einmal, um mich drüber lustig zu machen. Aber jedenfalls nur, dass ihr Bescheid wisst, ich rede jetzt natürlich nicht über die reale DA, sondern über die DA in Hogwarts Mystery. Und ich glaube, da muss auf jeden Fall der Maulwurf dabei sein. Wenn es nicht Elance ist, dann aber trotzdem jemand aus der DA. Da lege ich mich fest, Leute. Also, ich würde 1000 Euro darauf setzen, also Spaß, ne? Konjunktiv, aber ich würde 1000 Euro darauf setzen, dass es jemand aus der DA ist und 100 Euro darauf, dass es Elance ist. Und wenn es nicht Alancer ist, dann, naja, Ismelda wäre noch verdächtig, Jay und André war das, glaube ich, der sich auch seltsam verhalten hat, oder? Was? Ich glaube schon. Ja. Ah, das ist alles sehr, sehr, ich bin mal gespannt, Leute, was daraus kommen wird. So, nochmal zustimmen, dann haben wir diese Aufgabe auch geschafft. Ja, Spiel, 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 hallo Spiel. Oh, komm schon, letzte Woche... Ah, ich wollte gerade sagen, letzte Woche war es schneller. So, dann kriegen wir nochmal 50 Münzen und einsammeln. Ich befürchte, wir stecken in einer Sackgasse. Filch hasst zwar die Schüler von Hogwarts, scheint aber Hogwarts als sein Zuhause zu schätzen. Außerdem respektiert er Dumbledore zu sehr, um für zu arbeiten. Ganz deiner Meinung, damit schien es ihm zu ernst zu sein. Und er ist zwar machthungrig, wenn es um Strafen für Schüler geht, aber ich glaube nicht, dass er der Maulwurf ist. Das hätte ich dir auch vorher sagen können, Merula. Wenn wir weiterhin den Erwachsenen in Hogwarts auf den Zahn fühlen wollen, sollten wir uns aufteilen, um keinen Verdacht zu erregen. Gute Idee. Du solltest dich darauf konzentrieren, mir Filch vom Leib zu halten. Und ich werde weiterhin die Verdächtigen befragen, die sich möglicherweise die Macht der verwunschenen Verliese wünschen. Und die nächste Lehrerin auf meiner Liste ist Madame Hooch. Bei der waren wir zwar vorhin schon, aber ignoriert das jetzt einfach mal. Gut, Leute, damit steht es fest. Wir werden als nächstes der guten Madame Hooch ein... Oh nein, und Ben ist auch noch dabei. Oh, großartig. Oh. Madame Hooch ausfragen. Bald ist es an der Zeit für unsere Mission. Dann können wir uns treffen und Madame Hooch ausfragen. Ben, müssen wir das zusammen machen? Kann ich nicht einfach alleine dahin gehen? Ist das zu viel verlangt? Offensichtlich ja schon.
Naja, dann bin ich mal gespannt, ob wir nächste Folge dann mit Madame Hooch mehr rausfinden werden, beziehungsweise ob wir vielleicht den ein oder anderen Hinweis vielleicht sogar bekommen. Weil, naja, wenn das Spiel jetzt wirklich quasi nur die Lehre einmal durchgeht, ohne dass wir da nennenswerte Informationen bekommen, wäre ich ein bisschen enttäuscht, aber ich könnte mir gut vorstellen, dass diese ganze Fragerei uns doch durchaus in der eigentlichen Frage ein bisschen weiterbringt. Ob ich da recht behalten werde, das werden wir dann in der nächsten Folge, beziehungsweise in den nächsten Folgen erfahren. Ich würde mich sehr freuen, wenn ihr also auch am Mittwoch wieder mit dabei wärt. Um 16 Uhr kommt die nächste Folge. Und bis dahin wünsche ich euch alles Gute, freue mich über jeden Daumen nach oben, über jedes neue Abo auf meinem Logo. Und sage an dieser Stelle, bis zum nächsten Mal. Ciao, Leute!